So, da bin ich wieder nach einem kleinen, ja, nach einer kleinen Unterbrechung vorhin. Aus Real-Life-technischen Gründen musste ich leider die Roleplay-Aktion unterbrechen. Also, es tut mir leid für die, die da mitgefiebert haben und denen es gefallen hat. Aber, naja, ich meine, ich habe es auch nicht ändern können und deshalb hoffe ich, dass. Ja, dass es nicht so viel, also nicht so schlimm ist, dass ich die jetzt unterbrechen musste. Also, ich meine, ich fange jetzt wieder hier an, so ganz normal und so. Und also hat gerade wirklich Spaß gemacht, so mal unwissend einfach mal in sowas zu geraten. Jo. War ganz nett. So, wow, fast 400 Spieler online. Nice. Das ist schon eine Marke, oder? Früher, vor 3 Jahren, so 3, 4 Jahren, hatten wir nur 50 Spieler online maximal. Und jetzt fast 400. Also, das ist wow. Und da sieht man auch, was für eine Community hier GRP ist, weil ich meine, kein anderer Server. Überhaupt hat jeden Tag 400 Leute online. Wieder alle Leichenwagen besetzt. Nein, den klaue ich mir einfach mal. Der neue Seat Ibiza ab 99 Euro monatlich. Null Anzahl. Mist. Okay, alles klar. Ich werde noch mal eine Runde Taxi fahren, glaube ich. Also ich versuche jetzt auch nur die Zeit rumzubringen, bis ich mir einen neuen Job aussuchen kann. Also das ist ja wohl offensichtlich. Und ouch. Naja. San Andreas Taxi. Oh. Ich nehme mal das wieder. So ein altes 90er Jahre New Yorker Taxi, das ist doch immer noch das Beste. So, Fahrt $100 und. Kurz vor 18 Uhr, das heißt, jetzt gibt es 2 Stunden Slowdown. Das Ganze von mir, dem DHP. Falls du mich gehört hast, bin jetzt das dritte Mal auf Haustime. Eigentlich komme ich von Tangways. Also eigentlich in der schnelleren Game-Reihe unterwegs. Wünsche und Grüße auf der Homepage www.haustime.fm. Rechts oben ist die große Wunschbox. Da kräftig was eintragen. Und ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen was drin ist. Wo ist die denn? Halte ich jetzt mein Sabbel mixen Runde. Ich werde mal gucken. Ups. Ja. Pardon. Chrysler, für ist die wieder? Ah, ne, da oben, alles klar. Hätte ich dich fast vergessen. Gut, dann kann ich mich einfach durch den Zoll begeben und die nette Dame abholen. Macht jemand wieder den Zoll für uns auf, sehr schön. Also wir kommen dann in der Addition des Let's Plays auf, ich glaube, ja, um die. Also wenn ich das tatsächlich durchziehen will und durchziehe, dann kommen wir auf knapp 2000 Folgen. Also, okay, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber nein. Mal sehen. Wo soll es hingehen? Ach, ich glaube, die will ihr Auto abholen. Bevor das noch abgeschleppt wird. Ich überlege mir gerade, wie ich das machen soll, wenn ich dann irgendwann mal in eine Fraktion oder in eine Gang reingehen will. Wie ich das mache mit dem
Teamspeak, also wo. Also es wird ja in allen Gangs und Fraktionen wird halt das Teamspeak verwendet und so. Und ich weiß nicht, ob ich da, wenn ich da nebenbei laber, ob ich das CS-Gelaber mit aufnehmen soll oder. Oder irgendwie das TS ausmachen soll oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher drüber. So, und wir kommen zum Autohaus. $400 verdient. Ja, oh, gerne. Und wenn das Taxifahren so läuft, dann lohnt sich das auch. Aber mit 110 durch die Innenstadt, durch die Stadt. Ich will keinen Zoll bezahlen. Oh. Wo ist denn der? Wo befindet er sich? Ah, ich glaube, ich weiß. Wo. Wenn ich irgendwann genug Geld habe, so 100.000 oder so, also ja, werde ich mir irgendwann mal einen Zollpass besorgen. Weil wenn ich. Ich habe jetzt in nächster Zeit noch eben kurz ein paar Arbeiten zu schreiben in der Schule und so. Und dann ja, werde ich mir mal überlegen, ich habe den ganzen Juli frei, also frei nicht, aber ich habe den ganzen Juli Zeit, um aufzunehmen und so. Und dann werde ich dann die mit dem Zollpass mal besorgen. Achso. Oh, Hilfe, was ist jetzt los? Da hat gerade kurz mein Headset rumgespackt, da war das, war der Ton gerade nur kurz auf dem rechten Hörer und dann, also auf dem rechten Dings und dann wieder. Achso. Gut. Ich dachte gerade schon, das liegt an mir. Was? Der Chef Bruder ist doch hier, soweit ich das noch weiß. Ja. Danke. Er kann das Taxi ja sowieso nicht bewegen. Oh. Dann nochmal jetzt zum zur sogenannten Safebox. Man kann also, wenn man die Drogen und Waffen, die man hat, auf der Hand trägt, in der Tasche hat, dann verliert man die automatisch beim Sterben oder Auslaufen. Das heißt, man dürft die nicht lange mit sich rumschleppen. Wenn man dann natürlich im Gegenzug sich die Sachen in die Safebox packt, dann werden die, wie der Name schon sagt, gesichert und und sind dann beim nächsten Einloggen wieder da. Santiago, kannst du auch? Der hat dir San Andreas abgegeben. Will der? Nehmen wir den mal an. Weg, yo! Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit.